Und wie cool ist es bitte, weil es hilft bei deiner körperlichen Gesundheit und bei deiner seelischen Gesundheit. Also perfekt! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute reden wir mal über das Thema Meditation. Eigentlich kann Meditation gar nicht so verallgemeinern, da es so viele verschiedene Auffassungen und auch Wege gibt, es zu praktizieren. In einigen Ländern und einigen Bereichen wird es als Zustand der Leere bezeichnet, in anderen als Achtsamkeit und im Hier und Jetzt zu sein. Und andere sehen es einfach nur als Nachdenken. Das soll einfach nur ganz kurz zeigen, dass man Meditation in vielen verschiedenen Arten und Weisen machen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten Menschen denken, Meditation wäre was total Spirituelles, Esoterisches. Und man kann es nur machen, wenn man irgendwie religiös ist oder buddhistisch ist. Aber eigentlich ist Meditation für alle Personen etwas, da es viele Vorteile mit sich bringt. Und heute mache ich ein Video zu dem Thema, warum Meditation dein Leben verändern wird und warum es so mein Leben verändert hat. Also ich meditiere seit ungefähr einem halben Jahr regelmäßig, seit schon mehreren Jahren versuche ich so ab und zu mal zu meditieren, aber seit einem halben Jahr mache ich das regelmäßig und es hat viele Vorteile in mein Leben gebracht und diese Vorteile werde ich euch in diesem Video heute mal nennen. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, falls euch weitere Videos dieser Art interessieren. Also falls ihr mich nicht kennt, hi, ich heiße Lara Emily, ich mache Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Organisation, aber vor allem auch unsere Gefühlswelt und Achtsamkeit und wie es uns geht und darüber rede ich ab und zu mal so hier auf dem Kanal. Also vergesst nicht zu abonnieren und ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit dem heutigen Thema, warum Meditation dein Leben verändern wird und was es für Vorteile gibt. Viel Spaß dabei. Es gibt diesen Spruch, der heißt, man sollte jeden Tag 20 Minuten meditieren und wenn du keine Zeit dafür hast, wenn du zu beschäftigt bist, dann solltest du eine Stunde meditieren. Das heißt, wenn du gar keine Zeit hast, weil du total im Stress bist, hilft die Meditation, Stress abzubauen. Das ist ganz einfach so, da die Meditation hilft, deine Gedanken loszulassen. Denn bei vielen Meditationspraktiken geht es darum, sich hinzusetzen und sich auf seinen Atem zum Beispiel konzentrieren. Und dann kommen natürlich manchmal auch Gedanken in deinen Kopf und es geht darum, diese Gedanken wahrzunehmen und wieder loszulassen. Das heißt, geht hier rein und rein wieder raus. Du gibst keine Wertung ab, du regst dich nicht auf zu der Gedankenwand, du nimmst einfach nur wahr und lässt sie wieder gehen. Und das bringt schon zu meinem nächsten Punkt. Und zwar lernt man, mit seinen Emotionen umzugehen und diese Emotionen zu steuern. Du hast dann einfach die volle Kontrolle über deine Emotionen, weil du das quasi mit der Meditation übst. Du übst einfach, dass wenn du merkst, dass Emotionen oder ein Gedanke kommt, dass du ihn zwar wahrnimmst, aber wieder gehen lassen kannst. So wirst du viel stressresistenter und auch, du kannst einfach glücklicher werden, weil du deine Emotionen wahrnehmen kannst und Kontrolle über sie hast. Also sie lenken dich nicht mehr. Du bist in einer Stresssituation quasi nicht mehr die Person, die diese Emotion fühlt, sondern du bist die Beobachterperson. Du siehst, aha, ich merke gerade, da kommt was auf mich zu. Okay, das klingt für mich ein bisschen spirituell. Ich möchte es ja so neutral möglich halten. Aber du merkst, es kommt etwas auf dich zu. Ein Gedanke, eine Emotion. Gibt es ein Singular von Emotionen? Hat sie überhaupt einen Artikel? Ich glaube nicht. Du merkst, Emotionen auf dich zukommen und du beobachtest das und dann kannst du es wieder gehen lassen, ohne Bewertung. Außerdem erhöht und trainiert Meditation deine Konzentration. Das ist ganz einfach dadurch, dass du dich bei Meditation konzentrieren musst. Du konzentrierst dich meistens auf deine Atmung oder auf deine Umgebung und so. Konzentrierst du dich einfach und lässt halt nicht diese Gedanken kommen und irgendwas und alles kommt dir durch den Kopf, ich muss noch das machen und ach, das wollte ich ja auch noch machen und keine Ahnung was. Nein, du konzentrierst dich nur auf dich, auf deine Atmung, auf deine Umgebung eventuell und so trainierst du deine Konzentration. Aber Meditation erhöht nicht nur deine Konzentration, sondern auch dein Bewusstsein und deine Achtsamkeit. Ich habe schon gerade erklärt, dass du dich meistens auf eine bestimmte Sache konzentrierst, wie auf deinen Atem und auf deine Umgebung. Und es gibt auch die 5-4-3-2-1 Meditation. Und da geht es darum, dass du 5 Dinge, die du sehen kannst, nennst dann 4 Dinge, die du 5 Dinge, die du sehen kannst, 4 Dinge, die du anfasst, also fühlen kannst, 3 Dinge, die du hören kannst, 2 Dinge, die du riechen kannst, eine Sache, die du schmecken kannst, genau. Meine Mutter saugt gerade schon wieder. Es ist jetzt kein Spaß, aber in jedem Video, das ich filme, ist irgendein komisches Geräusch. Immer. Und gerade saugt meine Mutter wieder, okay, egal. Davon lasse ich mich nicht ablenken, weil ich meine, wir nehmen es jetzt wahr. Und lassen es wieder gehen. Also alles gut. Gelassenheit
Das ist nicht schlimm. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Meditation deine Achtsamkeit erhöht, da du natürlich übst, achtsam zu sein, in dem Moment und im Hier und Jetzt zu leben. Wenn du dich darauf konzentrierst, was fühle ich gerade, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade und so weiter. Und du bist einfach jetzt. Du denkst nicht an deine Zukunft, nicht an deine Vergangenheit, du denkst nur an das Jetzt. Was ist jetzt gerade? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Wir haben ja schon über das Thema Stress geredet und ja, also Stress beeinflusst ja auch den Körper. Und wenn du dir zum Beispiel eine Prüfungssituation vorstellst, dann kannst du manchmal merken, wie du schon richtig diese Stressfaktoren spürst, dass du zitterst, dass du irgendwie schon schwitzt und so weiter. Und wie gesagt, die Meditation hilft dir, den Stress abzubauen, stressresistenter zu werden. Und deswegen hast es, finde ich, auch Auswirkungen auf deine Gesundheit und auf deinen Körper. Außerdem wird Meditation auch in der Schmerzlinderung angewendet und praktiziert, denn Meditation hilft dir bei dem richtigen Mindset. Auch dieses, ich nehme es jetzt hin, so wie es ist, alles ist okay und ich nehme es nur wahr und es kann dann irgendwie wieder gehen. Und ich glaube, wir kennen es irgendwie alle. Also wenn wir eine Verletzung haben und uns auf diese Verletzung konzentrieren, dann tut es ja auch mehr weh in dem Moment, als wenn wir uns nicht damit beschäftigen und uns vielleicht was anderes gerade überlegen und uns ablenken und nicht darauf fokussiert sind, dann tut diese Verletzung auch weniger weh. Und diese Meditation hilft bei diesem Mindset, bei dieser Negativität loslassen und Positivität in sein Leben lassen. Außerdem zeigen auch Studien, dass Meditation bei der Angstlinderung und bei Linderung von Depressionen helfen kann. Und wie cool ist es bitte, weil es hilft bei deiner körperlichen Gesundheit und bei deiner seelischen Gesundheit. Also perfekt! Jetzt bin ich fertig mit dem Video, seit meine Mutter aufgehört zu saugen. Okay, wow. Das war's auch schon mit dem Video. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr auch meditiert oder ob ihr es mal ausprobieren wollt. Oder schreibt gerne hier oben mal ab, ob ihr das tut oder nicht tut. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich jeden Tag ein neues Video hochlade. Also dann bis morgen. Bleibt gesund, fröhlich, bleibt achtsam. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zugucken. Ciao.